Homestead! Homestead! Bitte Ihre Fahrkarte, Sir. Hier, George. Sie, Inspektor? Sie kommen also wieder? Hätten wir nicht gedacht. Es ist der 10. Jahrestag, George. Sie nehmen doch nicht an, ich würde mir den entgehen lassen. Das wäre vielleicht besser. Viel besser, Inspektor Ridley. Eine Stunde ist er jetzt schon bei ihm, Sergeant. Ja, ja, ich weiß, Sir. Darf ich mal an den Schrank hier? Ja, ja, natürlich. Worum geht's denn da drin? Keine Ahnung, Sir. Aus den Ferien zurück und schon in Klausur mit dem Alten. Da ist was im Gang, Sie werden's sehen, Green. Lassen wir uns überraschen, Sir. Da kommt er schon. Henley! Hallo, alter Knabe, wie geht's, wie steht's? Du sitzt auf meinem Stuhl. Ich halte ihn dir warm. Na, wie war der Urlaub? Eine Katastrophe, reden wir nicht davon. Die Karte von Südwestengland, Green. Ja, Sir. Ordentliches Wetter wenigstens? Ordentlicher Regen, ja. Hat überhaupt nicht aufgehört. Na sowas, wir hatten eine Hitzewelle. Und was für eine, stimmt's, Sergeant? Mhm. Zu heiß, um zu arbeiten. Anscheinend immer noch. Los, los, Green. Hier, bitte, Sir. Ja. Lass dich nicht aufhalten, Henley. Mein Gott, dieser Tatendrang. Brüsten. Diese Karte taucht nichts, Green. Was suchst du denn? Ach, ein Ort namens Mangstedt. Da, südlich von Bristol. Ja, da braucht man ja ein Vergrößerungsglas. Ich glaube, ich muss Scott und Yard mal ein paar anständige Karten stiften. Richtiges Kaffee? Ja. Was weißt du von diesem Mangstedt? Dass es mal Schauplatz des berühmten Honigmundmordes war. Erstochener Ehemann, erschossene Ehefrau. Ein rätselhafter Fall, ungelöst bis heute. Das soll sich ändern. Der Alte hat mir gerade die Akte in die Hand gedrückt. Schwirren Sie ab, Green, und packen Sie Ihren Koffer. Wir nehmen den Zug nach Bristol um 2.17 Uhr. Hä? Ja. In Ordnung, Sir. Warum die Eile? Der Mord liegt doch schon viele Jahre zurück. Und überhaupt, wie kommst du dazu? Das ist doch Ridleys Fall. Der fährt doch immer wieder hin und stochert in der Sache herum. Stimmt. Stets am Jahrestag des Mordes. Einmal war sogar ein Bild von ihm in der Sonntagszeitung mit finsterem Blick am Grab kniend. Kriminalinspektor gibt den Kampf nicht auf oder irgend so Quatsch. Hofft wohl, dass durch seine treuen Besuche doch noch was in Bewegung kommt. Nach dem Motto, Geduld bringt Rosen. Ist Ridley denn der Fall weggenommen worden? Hier müsste es doch eigentlich verdammt viel zu tun geben nach der Hitzewelle, oder? Sadler, Freund und Kollege, was ich höre, behalte ich für mich, das weißt du doch. Behalte es aber bitte wirklich für dich. Der Alte will nicht, dass irgendwas davon verlautet, bevor wir nicht ganz sicher sind. Ridley wird vermisst. Was? Letzte Woche war der 10. Jahrestag und er ist wie üblich nach Mangstedt gefahren. Aber nicht mehr zurückgekehrt. Großer Gott. Es gibt Augenzeugen, die sahen, wie er am Freitagabend in Mangstedt wieder in den Zug nach London gestiegen ist. Sergeant Rowe hat ihn am Paddington Bahnhof erwartet, aber kein Ridley ist ausgestiegen. Und inzwischen war er auch nicht mehr gesehen. Ein Unfall? Am Ende ist er aus dem Abteil gestürzt. Samt Gepäck. Und dann hätte man ihn ja auch schon längst gefunden. Die Strecke ist abgesucht worden, aber von Ridley keine Spur. Da ist bestimmt was faul, Sir. Das ist anzunehmen. Er hat am Freitagvormittag Rowe angerufen und hat gesagt, der Fall sei geklärt. Der Alte meint, dass diese Tatsache wohl irgendjemandem missfallen haben muss. Naja, hoffen wir das Beste, obwohl ich ihn nicht sonderlich mochte. Ich auch nicht. Diese Geschichte mit der kleinen Polizistin in Abteilung 3, das war Inspektor Ridley. Und dass beim Jahresball Ridley und die Frau vom Chef nicht erschienen sind, war auch kein bloßer Zufall. Ihr seid ja zwei richtige alte Waschweiber, ihr beiden. Was schert mich sein Charakter? Ich muss ihn finden. Tot oder lebendig. Mangstedt! Inspektor Sadler? Der bin ich. Wachtmeister Hart, Sir. Mir ist durchgesagt worden, dass Sie kommen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Sir. Na, bestens. Wenn Sie meinen Koffer nehmen wollen. Mein vollschlanker Begleiter hier ist Sergeant Green. Sergeant? Wachtmeister. Die Fahrkarten bitte. Die haben Sie, Green. Ich? Ach ja.
Augenblick. Sie sind doch wohl der Aufsichtsbeamte. Ja. Hatten Sie Dienst am letzten Freitagabend? Ja, Sir. Ich bin Kriminalinspektor Settler von Scotland Yard. Erinnern Sie sich, ob an besagtem Abend ein Mann hier den Zug nach London bestiegen hat, etwas größer als ich, ein dunkles Haar, Schnurrbart wie Errol Flynn? Inspektor Hindley. Sie kennen ihn? Wer kennt ihn nicht? Beehrt uns ja jedes Jahr mit seinem Besuch. Ja, den habe ich gesehen. Er ist mit dem 7.29 Uhr gefahren. Das habe ich Wachtmeister Hart schon gesagt. Hatte er Gepäck bei sich? Gepäck? Ja, du hast doch gesagt, er hatte einen Koffer dabei, George. Die Fragen stelle ich lieber selbst, Wachmeister. Ja, hat er einen dunkelblauen Koffer dabei? Komisch. Wieso? Inspektor Ridley ist nicht in London Paddington eingetroffen. 7.29 Uhr ist kein durchgehender Zug, Sir. Inspektor Ridley ist vielleicht unterwegs ausgestiegen. Hat ihn sonst noch jemand abfahren sehen? Wenn Ihnen mein Wort nicht gut genug ist, dann fragen Sie doch Bert, den Taxifahrer. Er hat ihn hergebracht. Bert steht gerade draußen, Sir. Na schön, dann wollen wir mal. Unsere Zimmer sind bestellt? Ja, Sir. Im Queen's Hotel. Sehr komfortabel. Hm. Und Sie wollten ja in das Hotel, in dem Inspektor Ridley immer gewohnt hat. Ich habe mir erlaubt, diesen Tisch hier für die Herren zu reservieren. Ah, danke. Oh, hübscher Blick. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Sergeant. Wie ein Klotz. Ja, die Landluft. Ah, da kommt auch schon der Inspektor. Guten Morgen, Sir. Angenehm geruht? Erinnern Sie mich nicht. Ich muss nochmals um Verzeihung bitten, Inspektor. Ich weiß wirklich nicht, wie sowas passieren konnte. Wie was passieren konnte? Ach, mitten in der Nacht ist das verdammte Bett zusammengekracht. Was ist denn daran so komisch, Sergeant? Entschuldigen Sie, Sir. Haben Sie schon bestellt? Ja, Sir. Hier, die Karte. Ja, lass uns mal sehen. Oh, Räucherhering. Bedauere, Sir. Hm? Räucherhering ist schon gestrichen. Wir servieren Frühstück ab 7 Uhr. Ja, dann irgendwas anderes. Ich will sehen, was ich machen lässt, Sir. Warum streicht man nicht auf der Karte, was schon gestrichen ist? Also, wenn ich es mir recht überlege, Sir, so um 2 Uhr heute Nacht, da habe ich ein dumpfes Geräusch gehört. Könnte das Ihre harte Landung gewesen sein? Also, ich denke, es müsste sich zum Frühstück wohl ein weniger brisantes Thema finden lassen, Sergeant, oder? Hm? Ja. Was wäre denn unser Programm heute, Sir? Tatsachenkollekte, Green. Was hat Ridley während seines Aufenthaltes hier unternommen? Wo überall hat er sich aufgehalten? Mit wem hat er gesprochen? Ehe wir glauben, was wir hören, werden wir uns dreifach vergewissern. Den Leuten hier ist anscheinend nicht zu trauen, wie der Fall mit den Räucherheringen zeigt. Übrigens, wie haben Sie geschlafen? Ausgezeichnet, Sir. Ich habe ein hübsches Zimmer und ein sehr, sehr gutes Bett. Gratuliere, dann werden wir tauschen heute Nacht. Bitte sehr, die Herren. Eier und Speck für den Sergeant. Sieht gut aus, danke. Fangen Sie ruhig schon an, Green. Was meinen Sie, Sir? Lieb mir nichts. Leider, Inspektor, war das die letzte Portion Speck. Naja, es ist ja auch schon 7.45 Uhr. Wenn es Ihnen recht ist, ich habe hier Rührei für Sie. Was? Was sollen Rühreier sein? Setzen Sie sich. Sir? Setzen Sie sich, ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Wie heißen Sie? John Manning. Gehört Ihnen dieses Hotel, Mr. Manning? Ja. Wie viel Personal haben Sie? Zwei Zimmermädchen und einen Koch. Das meiste mache ich selbst. Sehr anständig von Ihnen, die Schuld auf sich zu nehmen. Sie kennen Inspektor Ridley, nicht wahr? Gewiss, er ist seit 10 Jahren regelmäßig unser Gast. Wann ist er dieses Jahr hier eingetroffen? Oder müsste ich in meinem Journal nachsehen? Bitte, tun Sie das. Wie wäre es, Sergeant? Meine Rühreier gegen Ihr letztes Stück Speck. Ich mag keine Rühreier, Sir. So? Naja, manche legen es eben darauf an, ihr Leben lang Sergeant zu bleiben. Was halten Sie von Manning? Ich habe ihm weiter keine Beachtung geschenkt. Oh, Sie haben sich um Ihr Frühstück gekümmert, wie? Hm? Sie müssen etwas aufmerksamer sein, Sergeant. Zuhören, was die Leute sagen, beobachten, wie sie es sagen. Manning fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Machen Sie nur mal die Augen auf. Hier, habe ich's, Inspektor. Hm? Er ist am 17. hier eingetroffen. Am 17.? Dem Jahrestag des Honigmondmordes? Ja. Mhm.
Kam er jedes Jahr am gleichen Tag? Ja. Das mussten Sie in Ihrem Journal nachsehen? Welches Zimmer hatte er denn? Nummer 12, wie gewöhnlich. Nummer 12, wo ist denn das? Im Dachgeschoss, nicht gerade eines unserer besten Zimmer. Das ist meines auch nicht. Warum haben Sie ihn dort hineingesteckt? Er hat immer ausdrücklich darum gebeten. Er hat also vorausbestellt? Ja, ja. Können wir uns diese Bestellung mal ansehen? Ja, hier, bitte. Aber der Brief ist mit Robinson unterschrieben. Ja, ich weiß, doch das ist Inspektor Ridley. Und warum nennt er sich Robinson? Tja, das fragen Sie ihn besser selbst. Ist Ihnen bekannt, warum wir hier sind? Ich meine, Sie wissen, dass er nicht nach London zurückgekehrt ist. Ja, das habe ich gehört. Darf ich mal um das Ketchup bitten, Sir? Sie haben hoffentlich nicht den Eindruck, dass ich Sie ungenügend an dem Gespräch beteilige, Sergeant. Nein, Sir. Na, ist ja gut. Wenn Sie sich durch meine Unterhaltung bei Ihrer Nahrungsaufnahme gestört fühlen, dann lassen Sie es mich wissen. Das Datum seiner Abreise ist nicht eingetragen. Ach, das vergesse ich immer. Am 18. ist er wieder abgereist, am letzten Freitag, mit dem 7.29 Uhr. Nehmen Sie Polizisten kostenlos bei sich auf. Wieso? Na, hier ist kein Vermerk über die Rechnungssumme. Oh, der sollte aber vorhanden sein. Hm, sehen Sie selbst. Merkwürdig. Ja, aber die Rechnung muss noch irgendwo im Büro sein. Ich suche sie Ihnen raus, wenn Sie wollen. Ja, bitte. Oh, mussten Sie den ganzen Kaffee austrinken, Sergeant? Ich habe gedacht, Sie sind fertig, Sir. Sie können gern frischen haben. Schnell gemacht. So hat er auch geschmeckt. Danke, wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen Sie auch nicht länger aufhalten. Sie wollten doch die Rechnung suchen. Ja, ja, natürlich. Haben wir jetzt die nötigen Kräfte gesammelt, Sergeant? Jawohl, Sir. Wissen Sie, ich kann mir nur einen Grund denken, warum Ridley unter falschem Namen gebucht hat. Und der wäre es, ja? Dass er vermutete, bei einer Anmeldung unter seinem eigenen Namen kein Zimmer von Manning zu bekommen. Wir werden als erstes feststellen müssen, ob Manning eine hübsche Frau hat. Also dann, Wachtmeister Hart kommt um 10 Uhr hierher, um uns zum Ort des Mordes zu bringen. Aber vorher möchte ich mir noch das Grab ansehen, in dem die Opfer beigesetzt sind. Es interessiert mich, was Ridley dort so fasziniert hat. Hier, Inspektor, ich hab's gefunden. Ah, ja. In treuem Angedenken an William Arthur Johnson, 27 Jahre alt, und seine Frau Mary Jane Johnson, 39 Jahre alt. Sie war ein ganzes Stück älter als er, wie? Tja, ja. Doch hat sie ihn um 5 Minuten überlebt. Das Grab ist gut gepflegt. Da gibt sich jemand große Mühe. Was für Blumen sind das? Kenne ich nicht, Sir. Sie kennen nur, was essbar ist, wie? Naja, nee. Ich habe den Eindruck, das hilft uns nicht viel weiter. Hoffen wir, dass das Mordhaus ergiebiger ist. Vorsicht, Inspektor! Nicht, dass Sie nochmal in ein Loch fallen. Meine guten Hosen ruiniert. Und der da hinten hält sich seinen fetten Bauch vor Lachen. Und ich bin nicht fürs Land. Wo man hintritt, nichts als Brennnesseln und Kuhdreck. Wie weit ist es denn noch? Och, wir sind gleich da. Das sagen Sie schon seit einer Stunde. Waren Sie hier schon stationiert, als die Morde passierten, Wachtmeister? Ja, war ich, Sir. Und ich hoffe nur, sowas muss ich nicht nochmal erleben. Psst, stehen bleiben, nicht bewegen. Eine Schlange? Nein, schauen Sie, dort. Was soll das sein? Dieser Reiher. Also sowas kriegen Sie in der Stadt bestimmt nicht zu sehen, oder? Ich habe der Stadt nicht den Rücken gekehrt, Wachtmeister, um Ihre Vögel zu bewundern. Entschuldigung, Sir. Ist eben mein Hobby. Sie dürfen gar keine Zeit haben für Hobbys. Donnerwetter, haben Sie das Vogelfieder vorn gesehen? Sie haben es sich wohl garniert auf einer großen Platte vorgestellt, mit gerösteten Kartoffeln. Ich kann Sie trösten, Green. Es war ein Reiher. Ungenießbar. Sagen Sie nur nicht, dass wir schon da sind, Hart. Doch, Sir. Das ist das Mordhaus, genannt das Efeu-Cottage. Ziemlich gruseliger Ort. Nach Einbruch der Dunkelheit lassen sich auch Einheimische hier nicht mehr blicken. Die Leute munkeln, man könnte die arme Frau mit ihrem durchlöcherten Kopf immer noch stöhnen hören. Ich glaube allerdings, es ist der Wind in den Bäumen. Ohne jede Romantik, der Mann. Wie lange steht das Häuschen schon leer? Och, seit damals. Seit 10 Jahren.
Seitdem wollte niemand mehr hier wohnen. Darf ich mal vorgehen, Inspektor? Hat so seine Tücken, dieser Weg. Sie sollen nicht nochmal in den Brennnesseln landen, Sir. Nur zu, ich überlasse Ihnen gern die Führung. Tja, da wären wir also. Bitte, Sir, Vorsicht, der Boden ist an manchen Stellen durchgefault. Au! Vor dem Balken hätte ich Sie auch warnen sollen. Aber Sie haben sich gedacht, nur nicht zu viel auf einmal, was? Vorsicht, Green. Das ist ein Balken hier. Oh, danke, Sir. Da! Die Küche. Ziemlich primitiv, was? Gekocht wurde auf dem alten Herd dort. Brennholz haben sie sich aus dem Wald geholt. Sehr interessant, aber wenn Sie die Führung etwas abkürzen könnten, Wachtmeister. Gerne, Sir. Ja. Hier lag die Leiche des Mannes, genau dort, wo Sie stehen, Sergeant. Erstochen. Wenn hier gefegt würde, dann wären wahrscheinlich noch die Blutflecken zu sehen. Wohin führt diese Tür? Direkt ins Freie, Sir. Da draußen war mal eine Art Garten. Man nimmt an, dass der Mörder von dort hereingekommen ist, denn die Tür stand offen am nächsten Morgen. Soll ich aufsperren? Nicht nötig. Und die Leiche der Frau lag oben? Im Schlafzimmer, ja. Wenn Sie mitkommen wollen. Ja. Hier, Sir. Das Schlafzimmer. Die lag dort. Unterm Fenster. Kaum noch zu erkennen. Kein Gesicht mehr. Der Täter muss aus allernächster Nähe geschossen haben. Ein Gewehr und ein Messer. Tja, merkwürdig, wie? Das Gewehr hat dem Mann gehört. Über das Messer haben wir nichts weiter herausgebracht. Es war ein ganz gewöhnliches Messer. Und wo wurden die Mordwaffen gefunden? Meilenweit weg. In einem Straßengraben, kurz vor Bristol. Fingerabdrücke? Alles blitzblank abgewischt. Ich nehme an, Inspektor Ridley hat letzte Woche auch wieder hier hereingesehen. Ich denke schon, Sir. Er hat mich ja nie ins Vertrauen gezogen. Lass Sie nicht sagen. Und das Paar verbrachte also hier seine Flitterwochen. Ganz recht. Sie hatten das Häuschen für 14 Tage gemietet. Waren Sie in der Gegend bekannt? Nein, es waren Fremde. Wurde was gestohlen? Ein paar Schubladen standen offen und waren durchwühlt worden, aber soweit es sich beurteilen ließ, hat nichts weiter gefehlt. Kein Wunder, dass Ridley sich 10 Jahre mit dem Fall herumgeschlagen hat. Total ungereimt, das Ganze. Kommen Sie, gehen wir wieder zurück ins Hotel. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diese verstaubten Akten durchzuackern und zu sehen, ob nicht irgendjemand irgendwas übersehen hat. Überall auf der Treppe fanden wir Blutspuren, Sir. Wahrscheinlich vom Messer. Inspektor! Was ist? Ihre Taschenlampe, Wachtmeister. Hier. Hier am Fuß von der Treppe hinter der Eingangstür. Was soll denn da sein? Großer Gott. Finger weg. Das Brett müssen wir losmachen, Sergeant. Für die Laboranalyse. Jawohl, Sir. Das ist Blut. Aber kein Blut, das 10 Jahre alt ist. Also mein Hammel war wirklich ausgezeichnet, Sir. Mein Fisch war ein Reinfall. Und ich, Dummkopf, hab die Suppe abgelehnt. Geben Sie mal bitte den Käse und die Crackers rüber. Sir. Danke verbindlichst. Da kommt der Wachtmeister. Ja, Käse hart und Crackers weich. Ich habe den Laborbericht wegen der Blutspuren, Sir. Sie haben gerade angerufen. Ein bisschen lauter, Wachtmeister. Der Gast in der Ecke dort hinten hat es nicht ganz mitgekriegt. Entschuldigung, Sir. Verstehen Sie sich da wie ein begossener Pudel. Setzen Sie sich lieber. Was mich in erster Linie interessieren würde, wäre ein Laborbericht über meinen Fisch. Wann und unter welchen Umständen gestorben. Na, okay, schießen Sie los. Die Kollegen in Bristol haben was durchgesagt? Ich habe mir die wichtigsten Punkte notiert. Der Bericht selbst wird geschickt. Also, es ist menschliches Blut, ungefähr 5 Tage alt. 5 Tage? Ja. Das wäre letzter Freitag, der Tag, an welchem Ridley zum letzten Mal gesehen worden ist. Außerdem waren da noch ein paar Haare und Hautfetzen. Von einer Kopfwunde, nehmen Sie an. Am Hinterkopf. Die Haare waren dunkel, beinahe schwarz. Inspektor Ridley hat schwarzes Haar. Na, lassen Sie sich nur nicht beim Essen stören, Sergeant. Sonst noch was? Die Blutgruppe ist AB, Rhesus negativ. Wie die von Inspektor Ridley. Na, dann muss es auch Ridley gewesen sein, Sir. Aber der halbe Ort hat ihn den Zug besteigen sehen und von einer Kopfwunde hat keiner was gesagt.
Auf den letzten Cracker hatte ich mich so gefreut, Green. Nein, keine Entschuldigung mit vollem Mund. Wie wäre es, wenn ein paar Haare von Inspektor Ridley nach Bristol geschickt würden? Zur Gegenuntersuchung. Ja, rufen Sie mal im Yard an, Sergeant. Irgendeine Bürste wird ja in seiner Wohnung rumliegen. Ja, wird gemacht, Sir. Aber auf das Resultat zu warten, hat wohl nicht viel Sinn. Es wird schon Ridleys Blut sein. Morgen früh, Hart, begeben wir uns noch einmal ins Mordhaus und sehen uns das genau an. Ich werde um 8 Uhr hier sein, Sir. Oder ist das zu früh für Sie? Na, man muss ja hier sowieso mit den Hühnern aufstehen, wenn man noch ein ordentliches Frühstück bekommen will. Also dann um 8, Sir. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Können Sie sich noch von der Stelle bewegen, Green, nach diesem Gelage? Gerade noch, Sir. Gut. Dann werden wir noch ein bisschen was tun, bevor wir den Schlaf der Gerechten schlafen. Wir sehen uns mal Nummer 12 an, Ridleys Zimmer. Soll ich mir von Manning den Schlüssel geben lassen? Nein, mit einem meiner Dietriche müsste es zu schaffen sein. Wir wollen Manning nicht inkommodieren. Er ist bestimmt gerade dabei, sich neue köstliche Gerichte für uns auszudenken. Hänge zu. Ja, so. Moment. Ein Licht. Das ist also die berühmte Nummer 12. Zu Hause habe ich eine Besenkammer, die ist größer. Verkürzt die Suche, Sir. Ja, Sie haben die Fähigkeit, allem und jedem die beste Seite abzugewinnen, Green. Also, Sie die Kommode, ich den Schrank. Hat hier noch jemand gewohnt, nach Ridley? Nicht laut Mannings Journal, welches ich allerdings mehr und mehr für ein Werk der Dichtung halte. Jedenfalls steht fest, dass Manning nicht verheiratet ist. Ihre Theorie wegen des falschen Namens dürfte also hinfällig sein. Nichts. Ich scheine diesmal mehr Glück zu haben. Was gefunden, Sir? Ja, muss ihm aus der Tasche gefallen sein. Eine Eisenbahnfahrkarte. Die Rückfahrkarte nach London. Wer hätte das gedacht, dass wir die hier finden würden? Die braucht man doch, wenn man wieder nach London fährt. Oder? Hat der Sauerampfer geholfen, Sir? Nein. Ich hatte Sie vor den Brennnesseln gewarnt. Nachdem ich drin lag, ja. Ja. Also ans Werk. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Verbindung besteht zwischen den Morden vor 10 Jahren und dem Verschwinden von Inspektor Ridley letzte Woche. Sie beide wissen, was zu tun ist. Die Wände lassen wir stehen, aber sonst nichts. Wie lange haben Sie da oben noch zu tun, Hart? Ich bin fertig, Sir. Leider Pech gehabt. Und Sie? Ja. Sergeant Green hat ein altes Taschentuch gefunden mit einem eingestickten S in der Ecke. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es mir aus der Tasche gefallen sein muss. Davon abgesehen scheinen wir kein Stück vorangekommen zu sein. Wem gehört das Häuschen eigentlich? John Manning, Sir. Dem Besitzer des Hotels. Manning? Ja. Warum zum Teufel haben Sie das nicht gleich gesagt? Ist doch kein Geheimnis, Sir. Ich dachte, Sie wissen es. Er hat Manning auch die Leichen gefunden? Nein, Valerie West, die Tochter des Pfarrers. War schlimm genug für das junge Ding. Wieso? Sie war noch keine 17 damals. Obwohl sie schon viel älter ausgesehen hat. Reifer. Und wie ist dieses Mädchen in die Geschichte hineingeraten? Tja, sie wollte den beiden wohl die Milch bringen. Der Milchmann beliefert ja nicht diese Gegend. Es führt keine richtige Straße hierher, wissen Sie? Also hat er die Flasche für die beiden Flitterwöchner beim Pfarrer abgegeben. Und weil niemand sie holen kam an jedem Tag, hat Valerie sie schließlich selbst hinübergetragen. Die Hintertür stand offen. Sie ging in die Küche und da lag auch schon der Mann. Wie weit ist es vom Pfarrhaus bis hierher? Nicht weit. Es liegt gleich auf der anderen Seite des Hügels. Wenn man sich vorne an der Weggabelung rechts hält, dann kommt man direkt hin. Das Mädchen lebt wohl inzwischen nicht mehr dort, oder? Man braucht nur von einem Rock zu sprechen und schon wird der Dicke munter. Doch, doch, sie lebt noch zu Hause. Müsste also jetzt 26 sein. Hat nicht geheiratet? Nein, nein, hat ja nicht viel vom Leben gehabt bis jetzt. Die Mutter ist vor 10 Jahren gestorben. Der Bruder, der arme Kerl, ist schon mit 12 in eine Pflegeanstalt gekommen.
Sie führt ihrem Vater den Haushalt. Und der alte Pfarrer, der soll jetzt ernstlich erkrankt sein. Alles nicht sehr lustig für ein junges Mädchen. Die Morde fanden doch in der Nacht statt, nicht wahr? Ja, 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 zwischen 23 und 24 Uhr, laut Autopsiebericht. War die Nacht damals dunkel? Stockdunkel. Es war gerade Neumond. Da muss einer den Weg durch den Wald schon ganz genau kennen, um das Haus hier zu finden. Und so, dass es wohl jemand von hier war. Ein Fremder hätte sich 10-mal verirrt. Hat Inspektor Ridley letzte Woche die Pfarrerstochter aufgesucht? Schon möglich. Aber ich habe ihn ja schon gesagt, Sir, er hat sich nicht in die Karten sehen lassen. Ja, das können wir ja leicht feststellen. Was haben die Leute im Ort hier von Inspektor Ridley gehalten? Tja, die haben ihn alle nicht gemocht. Ah ja? Warum? Ist er ihren Frauen nachgestiegen? Nicht, dass ich wüsste. Aber? Was war der Grund? Ich kann's nicht sagen, Sir. Seine Art vielleicht. Er konnte ziemlich anmaßend sein. Das Pfarrhaus liegt auf der anderen Seite des Hügels, haben Sie gesagt. Ja, 5 Minuten zu Fuß. Über Stock und Stein. Beziehungsweise Löcher und Brennnesseln. Auf Green. Losgewatschelt. Ach, bitte. Bleiben Sie doch sitzen. Tut mir leid, dass ich Sie warten lassen musste, aber Sie können sich ja denken. Wie geht es dem Herrn Pfarrer, Miss Valerie? Sie wissen es noch nicht? Mein Vater ist heute Nacht gestorben. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Ich wusste nur, dass er krank war, aber... Wir erscheinen im unpassendsten Moment. Verzeihen Sie, Miss West. Kommen Sie, Green. Nein, bitte bleiben Sie. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Sehr freundlich von Ihnen. Tja, also, ich bin Kriminalinspektor Settler und das ist Sergeant Green. Sergeant. Sehr erfreut, Miss. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass Inspektor Ridley vermisst wird. Ja, das habe ich gehört. War er letzte Woche bei Ihnen? Er besuchte mich jedes Jahr. Das Haus im Wald, den Friedhof, mich. Worüber sprach er mit Ihnen? Er stellte jedes Jahr die gleiche Frage. Er wollte wissen, ob mir inzwischen noch etwas eingefallen sei. Und? Ich musste ihn leider immer enttäuschen. Wie gut erinnern Sie sich überhaupt noch an jenen Morgen? Als ob es gestern gewesen wäre. Wie war das damals? Erzählen Sie. Sie hatten Ihre Milch nicht abgeholt. Sie wurde immer hier abgegeben. Ja, das habe ich gehört. Also wollte ich sie Ihnen bringen. Es war ein herrlicher Tag, blauer Himmel, strahlende Sonne. Die Hintertür stand weit offen. Ich habe gerufen, aber nichts rührte sich. Schließlich ging ich hinein, um die Flasche in die Küche zu stellen. Da lag er auf dem Boden. Erstochen in seinem Blut. Wie er aussah, brauchen Sie nicht zu beschreiben, Miss West. Wir wissen es. Also, Sie haben ihn gefunden und was taten Sie dann? Ich schaute noch in die anderen Zimmer. Sie schauten nach? Warum das? Ich habe seine Frau gesucht. Er war tot, aber sie konnte ja noch am Leben sein. Ja, ob ich auch so besonnen gehandelt hätte in dem Augenblick, das weiß ich nicht. Ich bin die Treppe hinaufgegangen ins Schlafzimmer. Und da lag sie. Die Sonne fiel direkt auf ihr Gesicht. Doch als ich ihr Gesicht sah... Natürlich. Ich glaube, ich habe geschrien und dann bin ich losgerannt. Von hier aus habe ich schließlich Wachtmeister Hart angerufen. Was meinen Sie, ob sich das Ehepaar irgendjemand hier zum Feind gemacht hatte im Ort? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe sie kaum gekannt. Wir hatten ein paar Worte gewechselt. Sie verbrachten hier ihre Flitterwochen. Schienen Sie glücklich zu sein? Oh ja, sehr glücklich. Vielen Dank, Miss West. Sie haben mir sehr geholfen. Sergeant? Oh, eine Frage noch. War Ihnen Inspektor Ridley sympathisch? Ich fand ihn unausstehlich. Verzeihung. Das hätte ich nicht sagen sollen. Es war seine... Seine Art? Ja. Eine weit verbreitete Meinung. Bitte bemühen Sie sich nicht, wir finden schon allein hinaus. So schweigsam, Sir. Ich versuche mal was Neues. Ich denke nach. Nettes Mädchen, finden Sie nicht, Sir? Ja. Doch.
Ist Ihnen etwas aufgefallen an Ihrer Geschichte? Nein, eigentlich nicht. Ja. Sie waren wohl zu sehr damit beschäftigt, Ihren bewegten Busen zu beäugen, wie? Aber nehmen Sie mal an, Sie wären ein Mädchen von 16. Das heißt, wenn Sie es wären, ein Pummelchen von 16. Und Sie kämen in ein leeres, alleinstehendes Haus und fänden auf dem Küchenboden in einer großen Blutlache eine Leiche. Was würden Sie tun? Abhauen, Sir. So schnell Ihre feisten Beinchen laufen können, genau. Unsere Valerie aber pirscht weiter und sucht noch nach einer anderen Leiche für Ihre Sammlung. Finden Sie das nicht merkwürdig, Wachtmeister Hart? Wachtmeister! Entschuldigung, Sir. Sie haben etwas gesagt? Nein, ich führe nur Selbstgespräche. Und Sie haben mal wieder einen Vogel im Visier. Ja, ja, da drüben. Das scheint ja eine ganze Familie zu sein. Was für gefiederte Freunde sind das denn? Erinnern Sie sich noch an den Fall in Wales, Sir? Wo man vor einigen Jahren eine vergrabene Leiche gefunden hat, weil Bussarde über der Stelle kreisten? Ja, dunkel. Das da sind Bussarde, Sir. Wie kommen wir am schnellsten dorthin? Quer durch das Wäldchen. Dann los. Hier etwa müsste es sein. Ja, aber nichts zu sehen. Es war weiter, als ich dachte. Ist gefunden? Nein. Und was ist das? Hier hat jemand gegraben. Die richtige Größe. Ja, ja, das könnte man sagen. Hart? Sir? Ob Sie im Pfarrhaus wohl einen Spaten haben? Ich werde fragen. Am besten, Sie bringen zwei Spaten. Und, möglichst ohne Aufsehen. In Ordnung, Sir. Ich werde tun, was ich kann. Wie sind Ihre Leistungen als Gräber, Green? Ich habe nicht viel Übung, Sir. Na, können Sie sich jetzt erwerben. Sehr begeistert sehen Sie nicht gerade aus. Was denken Sie, werden wir finden? Was denken Sie? Tja, ich habe gar nicht gewusst, dass es in England Bussarde gibt. Man lernt nie aus. Hier ist was, Sir. Oh, warten Sie. Ich helfe Ihnen, warten Sie. Ein Koffer. Ein dunkelblauer Koffer. Mal hier rüber damit, Wachtmeister. Dann graben Sie ruhig weiter, Green. Ja, Sir. Abgeschlossen. Na, ist ja kein Problem für einen Spezialisten. Ja. Der, ja, der. Das sag ich doch. Auf Anhieb. Wäsche, Schlafanzug, Hemden, eine Sportjacke. Nicht gepackt, alles nur hineingestopft. Inspektor. Was gibt's, Sergeant? Ich glaube, ich habe ihn gefunden, Sir. Ja? Ist es... Es ist Ridley. Was ist denn Green? Sind ja ganz grün. Es geht schon wieder, Sir. Das haben wir ja nun geahnt, nicht? Warum bimmeln die denn? Die Totenglocke. Für den Pfarrer, Sir. Ah ja, hatte ich ja ganz vergessen. Die arme Valerie ist jetzt ganz allein auf der Welt. Oh, sie hatte ja noch ihren Bruder. Naja, den in der Pflegeanstalt. Nicht mehr weiter graben, Green. Wir lassen ihn so, bis die Fotografen hier sind. Übrigens, Pflegeanstalt. Was für eine Pflegeanstalt ist das denn genau? Naja, so eine Art Heim. Was Privates. Was fehlt ihm denn? Er hat einen Gehirnschaden. Angeboren. Unheilbar, wie man annimmt. Gehirnschaden? Ja, heißt das wohl, er ist nicht ganz richtig im Kopf? Ist er in einer Privatanstalt für Geisteskranke? Ja, ja, so ungefähr, Sir. Ihnen muss man wirklich alles aus der Nase ziehen. Wie heißt die Anstalt? Privatsanatorium Restley, außerhalb von Bristol. Na, endlich. Sie bleiben hier, Hart. Wir gehen ins Dorf zurück. Wir müssen dort einiges veranlassen. Was denn, Sir? Sie informieren die Kriminalpolizei in Bristol, Green. Sie sollen ihre Leute von der Mordkommission schicken und den Polizeiarzt und alles, was dazugehört. Im Pfarrhaus ist auch ein Telefon, Sir. Nein, wir telefonieren vom Ort aus. Ja, Sir.
Auch mit dem Privatsanatorium. Herein. Alles erledigt, Sir. Hier ist die Brieftasche. Was für eine Brieftasche? Von Ridley hat mir die Mordkommission für Sie mitgegeben. Ja, die sehen wir uns gleich an. Hier kommst du her. Das hätten wir uns auch längst durchlesen sollen. Die Mordakten? Ja. Hier ist ein Hochzeitsbild von den beiden Ermordeten. Ein komisches Paar. Sie ist nicht gerade sehr reizvoll, wie? Ja, irgendeinen Reiz muss sie wohl gehabt haben. Sie war im 6. Monat. Mhm. Daher auch die Heirat vermutlich. War sicher kein reiner Bund der Liebe. Wollen Sie die Fotografie der Leichen auch sehen? Nein, danke. Das kann ich verstehen, sowas schlägt auf den Magen. Was war nun mit dem Sanatorium? Habe ich auch erreicht. Und? Hatte ich recht? Nein, Sir. Nein? Er hat schon seit Jahren die Anstalt nicht mehr verlassen. Sein Zustand hat sich sehr verschlechtert. Sie bezweifeln, dass er hier noch einmal herauskommt. Er ist unter ständiger Aufsicht. Na, dann war er es also nicht. Tja, also, wie es in der Presse immer so schön heißt, die Polizei steht vor einem Rätsel. Wenn ich nur wüsste, was Sie beweisen wollen, Sir. Green. Ein Mann und eine Frau werden brutal und ohne erkennbaren Sinn ermordet. 10 Jahre Nachforschungen haben weder das Motiv noch den Täter ans Tageslicht gebracht. Eine sinnlose Tat. Sie denken an den Sohn des Pfarrers. Ich denke immer um möglichst wenig Ecken, Green. Und wenn ich auf einen Verrückten stoße, quasi in Reichweite vom Tatort entfernt, dann neige ich eben dazu, den Kreis der Verdächtigen beträchtlich einzuengen. Ach so. Ja. Aber wie soll der junge Ridley getötet haben, wenn er in einer Gummizelle in Bristol sitzt? Sie meinen, dass der Mörder von Ridley auch die anderen beiden Morde begangen hat? Nein, umgekehrt. Green. Green. Also Green, heute haben Sie sich den abendlichen Hammel verdient. Haben Sie noch die Nummer vom Sanatorium? Ja, hier, Sir. Dann kommen Sie mit. Wir hängen uns noch mal an die Strippe. Das ist ja das. Das kostet doch ein Vermögen. Green, noch ein 10-Pence-Stück, bitte. Das dritte, Sir. Dann setzen Sie es auf die Spesenrechnung. Die ist ja wohl spazieren gegangen. Was? Oh, hallo, Miss. Ja. Aber das macht doch nichts. Wie? Sind Sie sicher? Vielen Dank. Das wollte ich wissen. Genau das wollte ich wissen. Was? Nein. Hier ist seit 48 Stunden kein Tropfen gefallen. Tatsächlich. Ja, also dann Wiedersehen. Muss ich auch noch übers Wetter unterhalten. Ferngespräch. Nun, Sir? Er hat die Anstalt seit Jahren nicht mehr verlassen. Seit genau 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Mhm. Als seine Mutter im Sterben lag. Damals war er zum letzten Mal zu Hause. Und jetzt raten Sie mal, wann das war. Die Morde wurden an einem 17. Juli begangen. Ins Schwarze getroffen. Guten Abend, Mr. Manning. Es war ein herrlicher Tag heute. Oh, guten Abend, Inspektor. Haben Sie die Rechnung schon gefunden? Ich werde sie jetzt gleich heraussuchen. Das lobe ich mir. Herr Inspektor! Hallo, Wachtmeister. Die Kollegen aus Bristol sind fertig mit den Aufnahmen, Sir. Sie haben die Leiche mitgenommen. Gut. Wussten Sie eigentlich, dass Valeries Bruder in der Mordnacht vor 10 Jahren zu Hause war? Nein, Sir. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Muss ein wohlgehütetes Geheimnis gewesen sein. Interessant, nicht wahr? Green, freuen Sie sich. Sie dürfen noch einmal Miss Wests Busen bewundern, während ich ihr ein paar weitere Fragen stelle. Soll ich auch mitkommen, Sir? Nein, Wachtmeister, Sie haben ja öfter Gelegenheit. Gehen Sie zur Station zurück und warten Sie dort auf den Obduktionsbefund. Gehen wir wieder hier herein, Inspektor. Vielen Dank, Miss West. Verzeihen Sie, wenn ich Sie noch einmal belästige. Ich weiß, Sie haben den Kopf jetzt voll anderer Sorgen. Was für ein hübsches Zimmer. Schauen Sie nur, Green. Diese wunderschönen Blumen. Mit solchen ist auch das Grab bepflanzt, Sir. Richtig.
Aus Ihrem eigenen Garten, Miss West? Ja. Dann müssen Sie aber tüchtig graben. Graben? Das ist sicher sehr anstrengend. Ich sage das nur, weil wir heute Nachmittag Inspektor Ridleys Leiche ausgegraben haben. Achtung, Green, sie taumelt. Ja. Hier, auf den Stuhl. Ja. Ich... Sie haben den Platz nicht schlecht gewählt. Ohne die Bussarde hätten wir ihn nie gefunden. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Aber Miss West, wir haben inzwischen herausgebracht... Vielleicht sollten wir Ihnen das fairerweise sagen, dass Ihr Bruder in jener Nacht zu Hause war. In welcher Nacht? In der Mordnacht damals. Wir haben mit dem Sanatorium telefoniert. Sie haben uns das gesagt. Ich verstehe. Was wollen Sie wissen? Ich will hören, was vor 10 Jahren wirklich passiert ist. Mutter war sehr krank. Sie wollte ihn noch einmal sehen, ihren einzigen Sohn. Die Ärzte warnten uns vor dem Risiko, aber sie lag im Sterben. Man hatte uns gesagt, wir müssten ihn nachts einschließen in sein Zimmer, denn nachts pflege sich seinen Zustand oft zu verschlimmern. Aber er schien so ruhig und normal. Wir hielten es daher nicht für notwendig. Wir wollten es ihm auch ersparen. Um Mitternacht bin ich dann plötzlich aufgewacht. Er stand vor meinem Bett und beugte sich über mich. Ihr Bruder? Gerald, ja. Als ich das Messer sah, dachte ich, er wollte mich töten. Aber er wollte es mir nur zeigen und mir etwas sagen. Als ich das Licht anmachte und das Blut an der Klinge sah, wusste ich, dass etwas Schreckliches geschehen war. Ich sagte, was hast du getan? Er zeigte in Richtung auf das Haus im Wald und dann weinte er. Es war furchtbar. Ich brachte ihn zurück in sein Zimmer und schloss ihn ein. Ein bisschen spät, nicht wahr? Bitte erinnern Sie mich nicht. Ich habe mich angezogen und bin hinausgelaufen in den Wald zum Mordhaus. Den Rest wissen Sie. Das Gewehr nahmen Sie mit hierher? Ja. Ich habe es gereinigt. Und das Messer auch. Dann brachten wir Gerald in das Heim zurück und unterwegs warf ich die Waffen in einen Graben. Wir? Wer war das? Mein Vater und ich. Warum haben Sie das der Polizei nicht gesagt? Er war doch offensichtlich unzurechnungsfähig. Der Schock hätte meine Mutter getötet. Sie hatte nur noch ein paar Monate zu leben. Der Arzt in dem Sanatorium ist ein alter Freund meines Vaters. Er wird auch keine Schwierigkeiten haben, oder? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Mein Bruder ist glücklich dort. Sie werden ihn auch nie wieder weglassen. Wenn man ihn ins Gefängnis stecken würde, wäre er verloren. Sie haben eine Menge Menschen ganz schön an der Nase herumgeführt, Miss West. Ich hoffte, dass nach einer Weile Gras über die Geschichte wachsen würde. Aber Jahr für Jahr, 10 Jahre lang ist Inspektor Ridley zurückgekehrt, pünktlich wie die Uhr. Hat gefragt, gebohrt und geschnüffelt und immer wieder alles aufgerührt. Ja. Und dann hat er das mit Ihrem Bruder ausfindig gemacht. Ja. Und weil er das ausfindig machte, musste er sterben. Ja. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, Miss West, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was Sie jetzt... Erwarten Sie jemanden? Nein. Das könnte hart sein, Sir. Vielleicht mit dem Obduktionsbefund. Green, machen Sie auf. Ja, Sir. Sie soll mich vorbeilassen. Sir, er ist einfach reingeschaut. Machen Sie die Tür zu. Ja, Sir. Manning, was wollen Sie denn hier? Ich hole dir einen Anwalt, Valerie. Sag kein Wort, bis er da ist. Was hat die Sache denn mit Ihnen zu tun? Valerie und ich sind verlobt, Inspektor. Das hat mit mir zu tun. Verlobt? Langsam beginnen sich die Teile zusammenzufügen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie sie Ridley allein begraben hat. Was? Valerie, Sie sind ja verrückt. Erzählen Sie Ihrem Verlobten, was Sie mir erzählt haben, Miss West. Dass Ridley vorige Woche die Wahrheit über Ihren Bruder herausbekommen hat und Sie deshalb den Inspektor getötet haben. Sie Narr! Ridley hat nicht vorige Woche die Wahrheit herausbekommen. Miss West hat bereits alles zugegeben. Er hat sie vor 10 Jahren schon herausgekriegt. John! Doch, Valerie. Aber wenn er die Wahrheit unbedingt wissen will, dann bitte. Ihr toller Inspektor Ridley hat von Anfang an Bescheid gewusst. Aber er bot an, seinen Mund zu halten gegen gewisse Vergünstigungen. Was für Vergünstigungen? Er hat eine große Schwäche für Frauen. Sie meinen für Miss West? Oh ja. Er wollte immer Nummer 12, weil das Zimmer ziemlich abgelegen liegt und Zugang über eine eigene Treppe hat. Valerie konnte auf diese Weise kommen und gehen, ohne gesehen zu werden.
17 Jahre war sie alt, als die Sache anfing. 17 Jahre. Ist das wahr, Miss West? Ja. Letztes Jahr habe ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen wolle in meinem Hotel. Deswegen hat er dieses Mal unter falschem Namen gebucht. Wer hat ihn umgebracht? Sie oder Miss West? Es war ein Unfall. Ich habe ihn nur geschlagen. Er ist gefallen und muss sich dabei das Genick gebrochen haben. Von Anfang an, bitte. Schön. Ich war auf dem Weg zu Valerie am letzten Freitag. Als ich an dem Haus im Wald vorbeikam, hörte ich Schreie von ihr. Ich lief hinein. Ridley kämpfte gerade mit ihr. Was soll das heißen? Was wollte er? Na, das dürfte doch ziemlich klar sein, oder? Ich habe zugeschlagen und er ist gestürzt auf den Hinterkopf. Und wie kommt es, dass das halbe Dorf ihn in den Zug steigen sah, nachdem er bereits tot und begraben war? Wir halten hier zusammen, Inspektor. Wir helfen einander, wenn es nötig ist. Ridley hat er ausgespielt bei den Leuten, als sie erfuhren, was er mit Valerie gemacht hatte. Das haben sie ja fein eingefädelt. Der arme Ridley. Er muss sich gefragt haben, warum die Leute so gegen ihn waren. Er brauchte sich nicht zu fragen. Er wusste es. Bis jetzt haben Sie mir zwei Versionen von den Ereignissen jener Nacht erzählt, Miss West. Aber weder die eine noch die andere ist die richtige. Wollen Sie nicht endlich aufhören, mir Lügen aufzutischen und zur Abwechslung die Wahrheit sagen? Aber was ich Ihnen gesagt habe... Sie bleiben sitzen und halten den Mund. Sie hat Sie schon genügend hineingeritten in die Sache. Er hat Sie also 10 Jahre lang erpresst, Miss West? Dass ich nicht lache. Mag ja sein, dass zwischen Ridley und Ihnen sich was abgespielt hat. Aber nicht, weil er sie erpresst hat. Er hat das mit ihrem Bruder nicht schon vor 10 Jahren ausfindig gemacht. Er ist erst letzte Woche darauf gestoßen. Durch einen Anruf im Sanatorium. So wie ich. Um ihren Bruder zu schützen, mussten sie Ridley die Wahrheit sagen. Die Wahrheit? Um ihren Bruder zu schützen? Das ist das Einzige, was die Dame ehrt, Manning. Der arme Teufel ist zwar in einem Zustand, in dem ihm nichts mehr viel ausmacht, aber sie hat trotzdem versucht, ihn aus der Geschichte herauszuhalten. Darum ging die Auseinandersetzung, deren Zeuge Sie wurden, Mr. Manning. Ihr Bruder hat nie jemanden getötet, Miss West. Er streunte zu diesem Häuschen hinüber, das würde ich gerne glauben. Aber seine angeblichen Opfer lagen schon längst in ihrem Blut, als er hinkam. Wer sagt Ihnen das? Die Mordwaffen sprechen ihre eigene Sprache. Das Gewehr... Und das Messer. Ein Mörder pflegt gewöhnlich nur eine Waffe zu gebrauchen. Wenn Sie die beiden Waffen nicht weggenommen hätten, Miss West, hätten wir das Ganze im Handumdrehen gelöst. Auch ohne den Abschiedsbrief. Was für einen Abschiedsbrief, meinen Sie? Das Paar hatte heiraten müssen. Sie war schwanger. Die Frau war nicht hübsch und ein Dutzend Jahre älter als ihr Mann. Als sie ihn mit einer anderen erwischte, ging sie mit dem Messer auf ihn los. Dann lief sie nach oben, nahm sein Gewehr und erschoss sich. Klassischer Fall. Wie gesagt, wenn Miss West die Waffen nicht an sich genommen hätte, hätten wir die Sache seinerzeit schnell aufgeklärt. Auch ohne das hier. Was ist das? Miss West weiß, was es ist, nicht wahr? Ein Brief, der in Inspektor Ridleys Brieftasche steckte. Wo haben Sie diesen Abschiedsbrief gefunden, Miss West? Lag er neben der Leiche der Frau? Ich lese Ihnen den Brief vor, Manning. Nein. Tut mir leid, ich muss es tun. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn mit der Tochter des Pfarrers überrascht. Sie haben mich ausgelacht. Ich habe ihn so geliebt. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Mary Johnson. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde das sehr vielsagend. Ich habe ihn mit der Tochter des Pfarrers überrascht. Sie haben mich ausgelacht. Sie mögen die Männer, nicht wahr, Miss West? Und allzu viele Gelegenheiten ergaben sich nicht in ihrem Pfarrhaus. Da erscheint plötzlich dieser nette Junge und mietet das Häuschen. Zwar auf der Hochzeitsreise, aber das müsste doch zu schaffen sein, ihn von seiner Frau loszueisen, nicht? Zu dumm, dass die im unpassendsten Augenblick auftauchen musste. Aber wenn Inspektor Ridley das alles erst letzte Woche ausfindig gemacht hat, wie konnte er dann Valerie all die Jahre erpressen? Erpressen? Ich stelle mir vor, es wurde ihm unverblümt angeboten. Das muss schon einen besonderen Reiz gehabt haben, was, Miss West? Mit Ridley ins Bett zu gehen, in dem Haus, das ihrem Freund und Verlobten gehört, und sich auch noch von dem bemitleiden zu lassen, weil sie erpresst wurden? Wetten, es konnte gar nicht schnell genug wieder Juli werden für sie, wie? Valerie. Ich sage, es ist nicht wahr. Ich sage kein Wort, bis mein Anwalt hier ist. Ich finde, das beantwortet Ihre Frage, Mr. Manning.
Also gut, sie hat einen Selbstmordbrief unterschlagen und ein paar Unwahrheiten erzählt. Was ist schon dabei, Inspektor? Green, bleiben Sie bei Mr. Manning und bei Miss West. Ich schicke einen Wagen. Ja, Sir. Was schon dabei ist, Mr. Manning? Nun, ich frage Sie, hätten Sie derart auf Inspektor Ridley eingeschlagen, wenn Sie die Wahrheit gewusst hätten? Nein, das nicht. Na also. Gute Nacht. Mord in Mongstead. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Rodney David Wingfield.